Jan-Philipp Albrecht. Wir freuen uns ganz besonders, dass er hier ist. Er hat sich auch gleich per Du vorgestellt. Jan-Philipp, auch auf der Webseite über Jan. Meinen anerzogenen Respekt über Parlamentarier, die muss man doch siezen und so etwas. Ja, wer sagt denn sowas? Ich habe dann auch gleich auf der Webseite gesehen, dass er Justiz- und innenpolitischer Sprecher, der für die Grünen im Europäischen Parlament sitzt. Und vor allem gab es auf seiner Webseite einen ganz interessanten Punkt, so ein Transparenz-Lobby-Button. Das heißt, man konnte draufklicken und gucken, wer denn alles Jan-Philipp Albrecht einlädt, ihn bezahlt, damit er spricht und hört. Und ich war sehr erfreut zu sehen, dass der FIF e.V., die FIFCon, nicht als Lobbyorganisation aufgeführt ist. Nicht, weil wir keine Lobbyarbeit machen, sondern wahrscheinlich, weil wir ihn einfach nicht bestochen haben mit wahnsinnig viel Geld. Er ist tatsächlich aus Interesse hier und deswegen freuen wir uns umso mehr. Bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank vor allen Dingen erstmal für die Einladung hierher. Ich freue mich total. Ist meine erste größere FIF-Veranstaltung, soweit ich mich erinnern kann. Trotzdem verfolge ich das Tun des Vereins schon ziemlich lange, lese auch immer die Zeitschriften. Und außerdem, das wollte ich gleich zu Beginn mal sagen, habe ich als Europaabgeordneter vor allen Dingen in der Zeit, als ich Berichterstatter, also Verhandlungsführer des Parlaments für die Datenschutzgrundverordnung war, immer sehr mich daran erfreut, dass ich immer einen kleinen Schutzengel bei mir habe. Nämlich während der ganzen Arbeit an der Datenschutzgrundverordnung war an meinem Laptop dieses Symbol. Ich freue mich darüber sehr. Ich finde auch, dass das sehr gelungen ist. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, deutlicher darauf hinzuweisen, welchen Einfluss Technik und Technikregulierung, Technikfolgenabschätzung und ethische Fragen von dem Zusammenleben von Technik und Mensch, welche Rolle das eigentlich für unsere Politik, für die großen politischen Entscheidungen spielt, schon heute und schon seit langem. Und ich glaube, es ist auch deswegen wichtig, weil das einfach viele noch nicht erkannt haben in der Politik. Dass es immer noch eine große Aufgabe ist, Sachverstand auf der einen Seite, aber auch überhaupt erstmal Wahrnehmung, Offenheit für technische Fragen in der Art in der Politik zu erzeugen, dass die Menschen, die dort tätig sind, erkennen, dass es wirklich etwas Relevantes und nicht irgendwas, was auch noch irgendwie interessant ist oder was halt irgendwie unter ferner Liefen stattfindet, sondern es muss eben ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung. Ich glaube, dass das auch immer mehr passiert. Und ich glaube, dass zum Beispiel unsere Arbeit an dieser Datenschutzverordnung der Europäischen Union seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Aufmerksamkeit für die Frage, wie Technik unser Leben verändert, wie die Digitalisierung unser Leben verändert, dass die mehr ins Zentrum rückt. Und der Datenschutz spielt dabei natürlich im Moment eine ganz wichtige, zentrale Rolle. Der Datenschutz als auch eigentlich Ausgangspunkt vieler weiterer Grundrechte und vieler weiterer Regulierungsansätze in der Digitalisierung. Es ist im Grunde genommen, man muss es nicht überbewerten, aber es ist ein Stück weit ein vorgelagertes Grundrecht. Der Datenschutz, die informationelle Selbstbestimmung, sie entspringt der Würde des Menschen. Der Datenschutz, der sich eben auch infolge des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts dann nicht nur im Verfassungsrecht Deutschlands, sondern eben auch aller anderen europäischer Länder im Europarat und auch in der Europäischen Union wiedergefunden hat und der seit 2009, leider ist das auch den wenigsten bewusst, wie relevant das ist, verbindlich im Vertrag der Europäischen Union verankert ist. Das heißt also, die Europäische Union und ihr Vertragswerk sieht den Datenschutz
so wie er auch im Rahmen der informationellen Selbstbestimmung ausformuliert wurde, als einen der ganz grundlegendsten Vertragsgrundsätze vor. In Artikel 16, relativ weit vorne im Vertrag, findet man die Aussage, dass jeder den Schutz auf einen Anspruch auf den Schutz seiner personenbezogenen Daten hat. Und mit jeder ist übrigens tatsächlich jeder gemeint. Das heißt also, es ist nicht nur ein Bürgerrecht, sondern ein Menschenrecht. Es genießt jeder. Und die Europäische Union muss alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Und das ist also ein Schutzauftrag, aber es ist eben auch ein Freiheitsrecht. Und das findet man dann logischerweise auch in der Grundrechtecharta der Europäischen Union wieder. Auch da steht es nochmal explizit drin, Artikel 8. Und da wird man dann auch explizit lesen können, zum Beispiel, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nur auf zwei Grundlagen stattfinden darf. Nämlich entweder auf Grundlage der Einwilligung des Betroffenen oder aber er muss gesetzlich vorgesehen sein. Das heißt also, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die muss immer gerechtfertigt sein. Entweder durch die Einwilligung oder durch eine gesetzliche Bestimmung. Ich darf Daten nicht einfach so von irgendjemandem erheben, ohne dass eine dieser Grundlagen existieren. Und das steht im verbindlichen Vertragswerk der Europäischen Union ganz explizit drin. Es gilt überall in der EU und es ist ein Auftrag an den Gesetzgeber. Und ein Auftrag, der steht auch in Artikel 16, also dieses EU-Vertrags drin, ist, dass die EU-Gesetzgeber Gesetzgebung dafür verabschieden, dieses Grundrecht zu schützen. Und das hat die EU-Kommission dann eben direkt nach Inkrafttreten dieses EU-Vertrags, dem Lissabon-Vertrag, in Angriff genommen. Und ab Ende 2009, Anfang 2010 ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht. Das Verfahren hat etwa 5 Jahre gedauert, oder 6 muss man eigentlich sagen, 6 Jahre fast gedauert. Also wenn man anfängt bei dem Konsultationsverfahren, das immer vor jedem EU-Gesetz stattfinden muss, das heißt ein Verfahren, wo die Kommission alle, und da meine ich wirklich alle, bittet, ihr Eingebungen zu schicken, Ideen, Gedanken, Rückmeldungen auf ihre Absichtserklärung sozusagen ein Gesetz zu formulieren. Und das wird dann ausgewertet. Dann geht es in einen Prozess, wo die EU-Kommission eben festlegt, was soll in diesem Gesetz alles drinstehen, auf Grundlage dieses Konsultationsverfahrens. Und seit Januar 2012 gab es dann einen Vorschlag für eine einheitliche EU-weite Gesetzgebung für den Datenschutz, und zwar für eine Verordnung. Das heißt also für ein Gesetz, das tatsächlich unmittelbar gelten wird in allen Ländern der Europäischen Union, wie ein nationales Gesetz. Das heißt also, es wird die nationalen Gesetze in ihrem Regelungsbereich ersetzen. Und das Gesetz wurde tatsächlich im April diesen Jahres endgültig vom Europäischen Parlament und vom Ministerrat der Regierung der Europäischen Union angenommen. Das heißt, das ist jetzt in Kraft. Es hat aber eine 2 Jahre Übergangsperiode, bis es auch zur Anwendung kommt, also bis man sich wirklich voll darauf berufen kann. Das heißt, ab dem 25. Mai 2018 gilt dieses Recht. Jeder und jede, die sich mit Datenschutz auseinandersetzen wollen oder müssen, sollten das Gesetz kennen und sich das angucken. Da steht wirklich sehr, sehr viel drin, aber es steht im Grunde genommen auch alles Wichtige da drin, was man für die Datenverarbeitung ab 2018 wissen muss. Und ich finde aber auch eigentlich darüber hinaus, dass all diejenigen, selbst die, die sich eben nicht damit intensiv auseinandersetzen wollen oder müssen, das einfach mal angucken sollten und sich anschauen sollten, was hat man denn eigentlich für Rechte und was haben eigentlich diejenigen, die Daten erheben über andere Menschen, für Pflichten. Und deswegen kann man nur hoffen, dass mehr Aufmerksamkeit auch gerade auf diesem Gesetz und auch gerade auf diesem Regelungsbereich liegt und dass die Menschen sich nicht davon zurückschrecken lassen, dass es sich dabei um ein EU-Gesetz handelt. Dass dieses Gesetz auch in 23 anderen Sprachen als Deutsch zur Verfügung steht und dass das möglicherweise auch deswegen
andere Begriffe zum Teil wählt, als man das vielleicht hier und da mal gehört hat. Schlicht und einfach, weil EU-Gesetzgebung natürlich ein Kompromiss ist zwischen 28 Ländern. Das ist aber letztendlich auch der große Mehrwert, den dieses Gesetz am Ende bringt. Der Mehrwert ist, dass wir eben nicht mehr 28 unterschiedliche Gesetze haben in der Europäischen Union und damit in einem gemeinsamen Binnenmarkt, wo jeder frei alle möglichen Dienstleistungen und Waren anbieten kann, wo jeder frei sich bewegen kann, wo jeder frei Arbeit anbieten oder annehmen kann, dass in diesem Raum in Zukunft eine Regelung für den Datenschutz gilt, ist ein Riesenfortschritt. Denn bisher ist es so, dass gerade viele Unternehmen, die sehr viele Daten mittlerweile verarbeiten, die letzten 15 Jahre haben ja gezeigt, wie expansiv plötzlich die Verarbeitung personenbezogener Daten wurde. Und es wird mehr und mehr auch sichtbar, dass es so auch weitergehen wird, dass es vielleicht sogar noch heftiger wird. Viele Unternehmen, die das machen und damit mittlerweile auch Geld verdienen, versuchen, die Regelungen, die es heute gibt, in den 28 unterschiedlichen EU-Ländern einfach dadurch zu umgehen, dass erstens sie sich in irgendwelchen dieser Länder niederlassen und damit sagen, hier gilt für mich das Land, das Recht dieses Landes, wo ich sitze. Und zweitens darauf bauen, dass bei den 28 unterschiedlichen Gesetzen die Rechtslage so unübersichtlich ist, dass niemand eigentlich für sicher sagen kann, was jetzt eigentlich gilt. Das heißt also, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, dass Bürgerinnen und Bürger im Grunde genommen alle Instanzen durch die Gerichte ziehen müssen, um ihre Rechte einzufordern. Und das ist nicht zumutbar. Wir haben zwar Fälle erlebt, in denen das tatsächlich gelungen ist, und das sind meines Erachtens große Ausnahmefälle von Menschen, die wirklich viel geleistet haben, wie Max Schrems aus Österreich, der es tatsächlich geschafft hat, bis zum Europäischen Gerichtshof zu gehen und seine Rechte einzuklagen. In dem Fall ging es um die Regeln über den internationalen Datentransfer in Drittländer, also Nicht-EU-Länder, und die damit verbundenen Erklärungen, das sogenannte Safe Harbor-Abkommen, das kein Abkommen ist, aber es wird immer so genannt. Und der hat es tatsächlich geschafft. Aber ich kenne ihn ganz gut und er hat direkt, nachdem er das geschafft hat, immer wieder eine Sache gesagt, und das finde ich auch richtig. Wer auch immer das plant, seine Rechte auf diesem Weg einzuklagen, und wer auch immer denkt, dass das ja super ist, weil sein Fall zeigt ja, dass es möglich ist, der sollte sich das zweimal überlegen. Denn so einfach ist es nicht, und es funktioniert so im Grunde genommen nicht. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass es durchsetzbare Regeln gibt, bei denen von Anfang an klar ist, welche Regeln gelten, und bei denen von Anfang an klar ist, dass es eben eine Möglichkeit gibt, diese Regeln auch vor Ort im eigenen Land vor den eigenen Gerichten einzuklagen und nicht in irgendeinem anderen Land, wie zum Beispiel in diesem Fall in Irland gegenüber Facebook oder in was weiß ich was für Ländern, Luxemburg, wenn es um Amazon geht, oder Spotify in Schweden verklagen oder wie auch immer. Überall wird man die Unternehmen finden, die irgendwo sitzen und wo es unglaublich schwer wäre, sich da zu beschweren, weil man die Sprache lernen muss, weil man dort Rechtsanwälte braucht, die sich mit dem Rechtssystem auseinandersetzen und so weiter. Und das ist im Grunde genommen einer der großen Fortschritte unter der Datenschutzgrundverordnung, dass in Zukunft eben klar sein wird, in ganz Europa gilt das gleiche Gesetz. Und ich kann das vor all den Gerichten durchsetzen und ich kann es auch in meiner eigenen Sprache durchsetzen. Ich kann davon ausgehen, dass es auch einheitlich, möglichst einheitlich in Europa ausgelegt und angewendet wird, allein schon dadurch, dass es eben europäisches Gesetz ist und die nationalen Gerichte immer daran gehalten sind, dass, wenn sie da nicht ganz sicher sind, dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen und damit eine einheitliche Rechtsprechung zu erhalten. Aber auch dadurch, und das ist der nächste große Fortschritt, dass eben die Datenschutzbeauftragten, die Behörden, die darüber wachen, dass die sich europaweit weitestgehend vernetzen müssen in einem neuen Gremium und sich gegenseitig auch zwingen können, eine bestimmte Linie einzunehmen. Und das ist ein wichtiger Schritt, weil einige Datenschutzbehörden, gerade aus Deutschland, gelernt haben, dass es seine Grenzen hat, wie man unter dem jetzigen Recht andere Datenschutzbehörden überhaupt erstmal zum Tätigwerden bewegen kann.
Und bei diesem institutionellen Fortschritt, den ich jetzt umschrieben habe, der mit diesem neuen einheitlichen EU-Gesetz kommt, gibt es natürlich daneben eine inhaltliche Regulierung. Also die Frage, was für einen Datenschutz haben wir denn da in dem neuen EU-Gesetz, in dieser EU-Verordnung? Und da muss man sagen, ist dieses Gesetz natürlich nicht umstritten, aber hoch interessant und vor allen Dingen hoch relevant für alle gewesen, die irgendwie mit Daten zu tun haben. Alle wussten, das, was da drinstehen wird und was ab 2018 eben gelten wird, wird unser Tätigsein als Datenverarbeiter, als Verbraucherinnen und Verbraucher, als Behörden, was auch immer, massiv bestimmen. Und genauso wird es auch kommen. Und das wussten natürlich viele, das wussten vor allen Dingen die Interessensvertretungen vieler, vor allen Dingen einflussreicher Unternehmen. Und die haben gleich zu Beginn, also schon bevor die EU-Kommission Anfang 2012 dieses Gesetz vorgelegt hat, angefangen, massiv Einfluss nehmen zu wollen. Und das Ergebnis dieser ganzen Einflussnahme, die wirklich jahrelang anhielt, war zum Beispiel, dass wir im Europäischen Parlament, wo ich ja wie gesagt die Verhandlungen zu führen hatte, diese Aufgabe kam mir zugute in meinem Ausschuss, was eine große Ehre war, aber ich hatte dann plötzlich etwa 4000 Änderungsanträge auf dem Tisch liegen. Ein Ausmaß an Änderungsvorschlägen zu einem Gesetz der EU-Kommission, das es in dieser Form noch nicht vorher gegeben hatte. Und das hat unglaublich lange gedauert, sich da überhaupt erstmal durchzuarbeiten und zu verstehen, was passiert da eigentlich, wer nimmt eigentlich hier welchen Einfluss, was steht dahinter für ein Gedanke. Und dahinter steht natürlich, dass es einfach eine grundlegende Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft gibt und die hält auch immer noch an und die wird auch weiterhin anhalten, über die Frage, wie viel Kontrolle der Einzelne im Zusammenspiel, in unserem Zusammenleben eigentlich haben soll. Wie viel soll man eigentlich bestimmen können, was die Gesellschaft machen kann? Also zum Beispiel, wenn es um wirtschaftliche Betätigung, um Geschäftsmodelle geht, wo viele Geschäftsmodelle darauf aufbauen, dass möglichst viele Leute ihre Daten preisgeben, man möglichst selten gefragt wird und möglicherweise vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, sich dem zu entziehen, dass die Daten verarbeitet werden. Oder wenn es zum Beispiel um einen anderen Bereich geht, um irgendwelche öffentlichen Interessen, die von Behörden durchgesetzt werden, wo dann eben klar ist, dass natürlich die gesellschaftlichen Interessen da sind, bestimmte Daten zu erheben und auch das natürlich die Möglichkeit des Einzelnen am Ende einschränkt, Informationen über sich selber zu kontrollieren, nicht freizugeben, zurückzuhalten oder vielleicht nur auf eine bestimmte Art und Weise oder nur zu einem bestimmten Zweck freigeben zu wollen. Und diese Auseinandersetzung, die findet eigentlich die ganze Zeit statt und die wird sehr intensiv, intensiver natürlich immer dann, wenn eigentlich die Gesellschaft sich schon weitestgehend daran gewöhnt hat, dass bestimmte Informationen über alle zur Verfügung stehen oder dass es eben bestimmte Geschäftsmodelle überhaupt erstmal gibt, die auf Daten basieren, dann ist es natürlich unglaublich schwer, auch danach nochmal zu sagen, naja, eigentlich geht das über die Selbstbestimmung und über die Kontrolle des Einzelnen hinaus, was hier gemacht wurde. Da ist man eigentlich schon zu weit gegangen und wir müssen das wieder korrigieren. Gerade in solchen Situationen ist natürlich der Widerstand extrem groß, dann überhaupt etwas daran zu ändern. Und es gab auch viele Unternehmen, die unter der jetzigen Rechtslage, das ist ja wie gesagt eine, bei der eigentlich das Recht schon gar nicht mehr richtig durchgesetzt oder durchsetzbar ist, Geschäftsmodelle entworfen haben oder Datenverarbeitung betrieben haben, die überhaupt gar nicht mehr mit dem Recht vereinbar waren. Das sieht man auch heute immer wieder. Vor kurzem hat es ja einen Bericht gegeben, wo es über diese Browser-Apps, also die In-Browser-Apps, wo man irgendwie einen Adblocker installieren kann oder ähnliche Sachen,
wo darüber plötzlich ganz viele Daten gesammelt wurden über die Browser-Historie und dann wieder rückgeführt werden konnte zu einer Person, was der eigentlich alles oder die eigentlich alles angeguckt hat. Das sind eigentlich zum Teil Vorgänge, die überhaupt nicht mit den geltenden Regeln vereinbar sind und wo klar ist, dass es natürlich dann, wenn man sagt, jetzt wollen wir die Regeln aber doch wieder scharf durchsetzen, einen extremen Widerstand von einigen gibt, die damit mittlerweile schon viel Geld verdienen. Und dann gucken natürlich auch viele immer darauf, dass sie natürlich im Wettbewerb stehen. Und wir sind mittlerweile in einem internationalen digitalen Wettbewerb, wo natürlich aus dem Silicon Valley datenintensive Dienste mittlerweile marktbeherrschend und sogar auch weltmarktbeherrschend, also nicht nur in dem Bereich Digitaldienste, sondern generell unterwegs sind, mit denen man eigentlich nur unter zwei Bedingungen konkurrieren kann. Und das ist entweder man senkt die hiesigen Standards auf die ab, die im Silicon Valley gelten, also weitestgehend auf ganz wenige Regeln reduzierter Datenschutz, der in den USA auf Bundesebene gar nicht existiert, aber in den Staaten, in Kalifornien zum Teil, da geht es dann nur darum, dass wenn eben zum Beispiel Datenverluste stattfinden, dass es strenge Meldepflichten gibt. Aber das wäre sozusagen der eine Weg und auf den haben viele gedrängt, dass man sagt, also jetzt geht's auch gar nicht mehr, wir können gar nicht mehr auf diesen Datenschutz weiterhin bestehen, weil damit machen wir uns sonst total, werden wir total wettbewerbsunfähig sozusagen, können gar nicht mehr mithalten mit diesen Unternehmen. Und der andere Weg ist zu sagen, ja gut, das ist zwar ein harter Wettbewerb, aber dieser Wettbewerb ist eben auch auf unfairen Bedingungen entstanden, nämlich denen, dass eben das Recht hier gebrochen wurde und dass viele Unternehmen, die sich hier dran gehalten haben oder auch Verbände oder Behörden letztendlich hohe Standards zu verfolgen hatten, während auf dem gleichen Markt plötzlich diejenigen unterwegs waren, die eben aus anderen Rechtsordnungen sich eigentlich an nichts halten mussten, zumindest aber nicht so stark überwacht wurden bei der Einhaltung dieser Regeln. Und deswegen müssen wir einfach nur dafür sorgen, dass auch die sich an die gleichen Regeln halten, die hier gelten. Und das war letztendlich der Ansatz für die inhaltlichen Bestimmungen der Datenschutzverordnung, dass man klar gesagt hat, wir wollen den Standard auf unserem Niveau halten. Wir wollen einen hohen Datenschutzstandard fortführen, so wie wir ihn, wie gesagt, über die letzten 30, 40 Jahre entwickelt haben, vielleicht sogar mittlerweile 50 Jahre. Und wir wollen diesen Standard so durchsetzen, dass alle sich gleichermaßen daran halten müssen und dass sie, wenn sie das nicht tun, extreme Konsequenzen davon tragen. Und das war die Idee des sogenannten Marktortprinzips. Das heißt also, dass die Europäische Union als gemeinsamer Markt sagt, jeder, der hier auf diesen Markt kommt, ganz egal von wo der kommt, und wenn er seinen Sitz irgendwo auf den Bahamas hat, wenn er hier Dienste oder Waren anbietet auf dem Markt, dann muss er sich an diese Regeln halten. Und wenn er das nicht tut, dann verhängen wir hohe Strafen, Sanktionen, ähnlich wie beim Wettbewerbsrecht. Das Ergebnis war am Ende bis zu 4% des Jahresweltumsatzes. Das kann einem Unternehmen zumindest für eine ganze Weile ziemlich das Genick brechen. Und mit dieser Idee hat man letztendlich gerechtfertigt, dass man den Standard halten kann. Und das Europäische Parlament hat relativ zügig nach dem Vorschlag der Kommission gesagt, natürlich auch auf unser Drängen hin, dass es kein Zurück gibt hinter dem bisherigen Standard. Allein schon wegen der Grundrechtssituation, die ich eingangs berichtet habe, war das dem Gesetzgeber ja auch gar nicht anders erlaubt. Aber natürlich ist die Politik ein offenes Feld und die Dinge werden immer neu diskutiert. Aber es war unglaublich wichtig, dass wir das festgelegt hatten. Es gibt keinen Zurück hinter dem Standard, der heute in Europa gilt. Das ist ein hoher Datenschutzstandard und das hat sich tatsächlich bis zuletzt durchgesetzt. Und es ist gelungen, am Ende eben durch diese Aussage es dann auch zu schaffen, dass sogar große Industrieverbände, große Unternehmensverbände in Europa sich hinter diese Forderung gestellt haben, weil sie sowohl gesehen haben, dass sie darüber einen Wettbewerbsvorteil erhalten,
zumindest aber bestehende Wettbewerbsnachteile abgebaut werden können, aber auch, weil sie eben einen Wettbewerbsvorteil vielleicht dahingehend erhalten könnten, dass eben das Vertrauen in die Gültigkeit dieses Rechts, das wir bisher gewohnt sind und das wir haben, wiederhergestellt wird. Dass am Ende Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht auch eher geneigt sind, Dienste und Waren und Angebote aus Europa, weltweit sogar aus Europa, anzunehmen, auch technologisch fortschrittliche, innovative Dienste anzunehmen, weil sie wissen, dass dort eben letztendlich zumindest schlagkräftige, aber auch hohe Standards existieren. Es gibt dann ein paar inhaltliche Änderungen, bei denen lange diskutiert wurde. Zum Beispiel die Frage, wie muss eigentlich diese Einwilligung, auf der also die Datenverarbeitung auf jeden Fall immer stattfinden kann, wie muss das eigentlich aussehen? Und am Ende haben wir uns tatsächlich mit viel Druck und viel Einsatz dazu durchringen können und durchsetzen können, dass eben so etwas wie eine stillschweigende Einwilligung oder das vorangekreuzte Kästchen oder irgendwelche anderen vermeintlichen Handlungen, die als Einwilligung zu deuten sein könnten, nicht als informierte Einwilligung zur Datenverarbeitung gültig sein können. Und dass also nur eine aktive Handlung, die eben auch wirklich darauf gerichtet ist, dass die Datenfreigabe stattfinden soll, dass nur so etwas tatsächlich auch als Einwilligung zählt. Das war ein wichtiger Baustein in dieser Reform. Wir haben darüber hinaus einen ganz großen Schritt zu mehr Transparenz gemacht. Es gibt jetzt auch sanktionsbewährt die Verpflichtung, Datenschutzbestimmungen so zu formulieren, dass diejenigen, für die sie formuliert sind, sie auch verstehen können, sie in einfacher Sprache sind, dass sie möglicherweise auch in Zukunft durch einfach wiedererkennbare, standardisierte Symbole dargestellt werden können und dass es klar sein muss, dass eben über alles informiert werden muss. Über die Frage, werden Daten weitergegeben an andere Dritte in Drittstaaten? Wie ist die Logik hinter einer Datenverarbeitung? Also auch die Frage zum Beispiel nach automatisierter Verarbeitung. Was passiert da? Nach welchen Kriterien werden Daten verarbeitet? All das muss in Zukunft offengelegt werden. Und das sind wichtige Ecksteine, die alle einklagbar und sanktionierbar sein werden mit dieser Datenschutzverordnung. Dann kommen neue Rechte dazu, wie zum Beispiel auf Datenportabilität, also dass ich das Recht habe, tatsächlich in maschinenlesbarem, wiederverwendbarem Format überhaupt erstmal meine Daten zu bekommen, in jedem Fall, aber dass ich unter Umständen auch das Recht bekomme, dass der Anbieter die Daten an einen Drittanbieter weitergibt, weil ich möglicherweise dort bessere Bedingungen erhalte. Dass bei Löschungsansprüchen eben auch im Internet die Löschungsverpflichtung stärker besteht. Also diese Diskussion um das sogenannte Recht auf Vergessenwerden steckt dahinter. All diese Rechte wurden eben weiterentwickelt und gestärkt. Und das ist ein großer Fortschritt, der auch gerade auch gegenüber der jetzigen Rechtslage in Deutschland mit dieser Datenschutzverordnung kommen wird. Zu guter Letzt, ich will so lange das auch gar nicht mehr ausrollen, sondern würde eigentlich ganz gerne die Möglichkeit geben, auf Rückfrage Dinge weiterzuentwickeln. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch für Fragen und vielleicht sogar Diskussionen hier einzuräumen. Aber eine Anmerkung ist mir noch wichtig bei diesem Gesetz. Es gibt auch deutlich weitergehende Pflichten für die Datenverarbeiter in Zukunft. Wir haben gute Erfahrungen zum Beispiel in Deutschland gemacht mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten und es ist uns gelungen, dieses Modell eben auch europaweit verpflichtend durchzusetzen für ziemlich viele Unternehmen. Und ich glaube, dass es dazu beitragen wird, dass das, was auch wirklich eben, das habe ich ja auch eingangs gesagt, die wichtigste Aufgabe ist, nämlich die Bildung, die Wahrnehmung über die technischen Fragen und die Folgen von bestimmten Datenverarbeitungsvorgängen, dass die vergrößert wird, dadurch, dass es eben einfach überhaupt erstmal mehr Personen gibt, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. In den Unternehmen, bei den Datenverarbeitern, auch in den Behörden, das ist auch verpflichtend. Aber dass eben auch generell, das ist in dieser Datenschutzverordnung eben auch niedergelegt, deutlich mehr Aufmerksamkeit geschaffen werden soll durch Technikfolgenabschätzungen, die verpflichtend gemacht wurden, durch auch
Data Breach Notifications, also wenn eben Datenverluste oder Datenschutzbrüche stattfinden, dass das deutlicher, viel häufiger gemeldet werden muss, dass es auch den Einzelnen viel häufiger mitgeteilt werden muss, dadurch überhaupt erstmal Aufmerksamkeit über das Problem Datenschutz und die Frage, was passiert eigentlich mit meinen personenbezogenen Daten und welche Konsequenzen hat das, dadurch viel mehr Aufmerksamkeit entsteht. Das heißt also, in diesem Gesamtbild ist es am Ende zu einem großen Fortschritt gekommen und wir können daraus, glaube ich, lernen, das war ja auch so ein bisschen die Frage dieses Vortrags, dass es tatsächlich gelingen kann, über die Gesetzgebung, gerade auch die Reformen, die eben jetzt auf europäischer Ebene stattfinden, deutlich Fortschritte zu erreichen, obwohl man das vielleicht im ersten Moment gar nicht so sieht oder im ersten Moment vielleicht gar nicht so erwartet. Ich hätte das in der Art auch nicht von vornherein erwartet, aber ich glaube, dass es eine große Chance ist, über die Europäisierung, über den europäischen Markt und damit eben auch über einen globalen Machtfaktor, weil es eben der größte Binnenmarkt der Welt ist, einen Standard zu setzen und neue Standards zu setzen. Ich glaube, dass man ähnlich auch im Bereich zum Beispiel von IT-Sicherheitsstandards agieren kann, ähnlich auch agieren kann im Bereich zum Beispiel von offenen Standards, also Open-Source-Technologien und so weiter. Ich glaube, oder Verschlüsselungsstandards in der Kommunikation, auch darüber werden wir demnächst auf europäischer Ebene verhandeln. Das heißt also, hier besteht eine große Chance, aber ich glaube, man muss sich dafür überhaupt erstmal einlassen auf diese Prozesse und natürlich auch darauf, dass es ein Stück weit über den Tellerrand, also auch in andere Länder, andere Rechtsbereiche und auch neue politische Debatten geht, als das bisher vielleicht der Fall war, wenn wir vor allen Dingen uns in Deutschland darüber unterhalten haben. Mit diesen Worten lade ich dazu ein, vielleicht möglichst viel Zeit noch dafür zu geben, dass es Rückfragen oder Anmerkungen, gerne auch Kritik geben kann. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, man merkt, dass das Zeitregime im Europäischen Parlament wahrscheinlich sehr streng ist, sich auch an die Redezeit zu halten. Insofern haben wir jetzt wirklich richtig viel Zeit zum Diskutieren. Wir reden in der Regel im Plenum 1 bis 1,5 Minuten. 1 bis 1,5 Minuten und dann etwas darzustellen, das ist eine Herausforderung. Ich bin Debbie Weber-Wulff. Ich bin Gutachterin für EU-Anträge für diverse Projekte. Vielen Dank fürs Gesetz. Das gibt mir wenigstens die Möglichkeit, dass ich reinknallen kann in die meisten Anträge. Ihr müsst mir aber vergewissern, dass es nach EU-Datenschutzrecht geht. Insbesondere, weil es gibt so eine Idee, ach, wir machen Norwegen rein, wir machen Schweiz rein, dann haben wir eine Möglichkeit, die Daten irgendwie so hin und her zu schieben. Aber was mich sehr besorgt macht, dass die so viele Antragsteller und Antragstellerinnen überhaupt keine Idee haben, was Datenschutz ist. Sie machen alle Kästchen, nein, 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 ich habe überhaupt keine Probleme damit, wo die Anträge so dermaßen haarsträubende Datenschutzprobleme haben, weil sie sich beschäftigen mit, kann ich jetzt nicht sagen, was, darf ich ja nicht, aber es sind wirklich sehr, also personenbezogene Daten, die da verarbeitet werden. Und deswegen denke ich, wir müssen jetzt weiter aus dem Gesetz denken und irgendwie Wege finden, um in die Köpfe von den Leuten hineinzukriegen, darüber nachzudenken, sowohl über das, was sie machen, wenn sie mit Daten arbeiten, als auch über die Folgen, eben dieser Technikfolgenabschätzung von bestimmten Technologien, die gerade im Moment mit Internet of Things und Big Data, da werden schon Technologien entwickelt, die mir ein bisschen Angst macht. Also ich weiß nicht, was es da für Möglichkeiten noch gibt, aber wir müssen jetzt natürlich die Bewusstsein irgendwie wecken für diese Themen. Absolut, wenn ich da vielleicht einfach nur einen kurzen Kommentar zu geben kann. Ich glaube, dass es wirklich von großer Bedeutung ist, dass die Aufsichtsbehörden und dass Verbände und all diejenigen, die sich eben um den Datenschutz mit kümmern, dass die eben gerade bei solchen alltäglichen Fällen oder auch Projekten darauf hinweisen, dass man immer überprüfen muss, was mache ich da eigentlich? Arbeite ich mit personenbezogenen Daten? Welche Folgen hat das? Und wir haben, wie gesagt, in der Datenschutzverordnung eine wichtige Bestimmung, nämlich die zur Folgenabschätzung.
Und gerade bei risikoreichen Anwendungen, gerade bei Datenverarbeitung von großen Massen von Personen oder bei Datenverarbeitung von sensiblen Daten, muss eine solche Folgenabschätzung in Zukunft gemacht werden, ganz egal, wie groß das Unternehmen, ganz egal, welcher Verband oder welche Initiative das macht. Es ist verpflichtend und da besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass dann die Einzelnen dieses, wenn sie das mitbekommen zum Beispiel, an die Aufsichtsbehörden herantragen und die dann auch nochmal auf den Leuten besser auf die Finger gucken und vielleicht auch Möglichkeiten bieten, wie man da besser vorangehen kann. Setz mich mal kurz um, damit du mich siehst. Hi. Hi. Ich bin jetzt so ein bisschen mit dem Eindruck geblieben, du hast uns die Verordnung in sehr positivem Licht geschildert, dass es ein großer Fortschritt ist, dass es die überhaupt gibt. Und das kann ich total nachvollziehen, dass es auf europäischer Ebene, wo teilweise in den einzelnen Ländern gar keine Gesetzgebung zum Thema gab, ist auf jeden Fall Fortschritt. Allerdings hatte ich das Gefühl, also ich habe letztes Jahr an der Uni in so einem Seminar eben so den Vorschlag, also der damals noch auf Entwurfsebene war, auseinandergenommen. Das habe ich allerdings die Details erbärmlicherweise alles vergessen. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass es gerade im Vergleich zu dem herrschenden Bundesdatenschutzgesetz auch teilweise auch recht große Rückschritte gibt. Kannst du vielleicht noch mal was zum Thema sagen? Ja, gerne. Also würde mich natürlich jetzt brennend interessieren, wo das war und in welchem Zusammenhang. Es hat natürlich sehr viele Debatten darüber gegeben und auch ich habe befürchtet, dass es an einigen Stellen allein schon deswegen, dass man eben Kompromisse machen muss europaweit, Rückschritte geben könnte. Aber es ist dazu meines Erachtens tatsächlich nicht gekommen. Übrigens auch, weil ich glaube, manchmal wir uns ein bisschen als Deutsche vormachen, dass hier immer alles super geregelt ist und anderswo nicht. Denn zum Beispiel die Unterstellung, dass es in anderen EU-Ländern kein Datenschutzgesetz gibt oder keine Regeln in dem Ausmaße, wie wir es haben, die stimmt schon seit 1995 oder je nachdem, wann die Länder beigetreten sind der Europäischen Union, seitdem nicht. Weil seitdem müssen alle Länder der Europäischen Union ein Datenschutzgesetz vorsehen. Und es gibt in der Richtlinie von 1995 auch sehr hohe Standards, die da schon angelegt sind. Und das heißt also, das, was wir jetzt mit dieser Datenschutzverordnung bekommen, das ist nicht vollkommen neu für die meisten Länder, sondern das ist auch dort eigentlich schon weitestgehend der Standard. Nur eben in der Praxis häufig sehr unterschiedlich dann noch durchgesetzt und letztendlich gibt es dann eben doch immer noch, dadurch, dass es eben 28 unterschiedliche Gesetze sind, unterschiedliche Interpretationen der ganz konkreten Begriffe, die da drin enthalten sind. Aber deswegen glaube ich, sind wir gar nicht so in der Situation gewesen, dass man jetzt einen Mittelwert zwischen zwei völlig unterschiedlichen Standards wählen musste, sondern es war ein weitestgehend hoher Standard schon in allen Ländern da. Und wenn wir heute in die Datenschutzverordnung reinschauen, wenn wir vergleichen das mit dem bisherigen Bundesdatenschutzgesetz, muss man eigentlich sagen, gibt es da fast keinen Bereich, wo die Datenschutzverordnung hinter das zurückfällt, was das Datenschutzgesetz liefert. Ich sage fast, weil da gibt es vielleicht zwei, über die man tatsächlich diskutieren kann, nämlich die, wo es um die Frage der Videoüberwachung geht, weil die eben konkreter formuliert ist im Bundesdatenschutzgesetz. Das heißt aber nicht, dass es deswegen automatisch ein niedrigerer Standard in der Datenschutzverordnung sein wird. Man weiß es nur eben noch nicht hundertprozentig genau. Ich glaube nicht, dass es ein niedrigerer Standard ist, aber das wird man eben dann erst konkret sehen können. Und dass es ein anderer Berechnungsschlüssel zum Beispiel für die betrieblichen Datenschutzbeauftragten in den anderen Ländern gibt. Aber bei dem letzten Beispiel ist es so, dass wir uns am Ende dann darauf eingelassen haben zu sagen, okay, wir haben es verpflichtend für alle Länder auf einen bestimmten Schlüssel, aber sollte es darüber hinaus noch Bedingungen oder Situationen geben, wo betriebliche Datenschutzbeauftragte auch nötig sind, können die Länder das zusätzlich regeln und das wird in Deutschland also so bleiben. Das heißt, da gibt es keine Absenkung in dem Bereich. Im Grunde genommen gibt es also damit nur diese Diskussion um die Videoüberwachung, wo es eben konkreter formuliert ist.
aber man muss ja auch betrachten, und da gibt es eben auch einige Beispiele, meines Erachtens sogar mehr Beispiele, dass die Datenschutzverordnung der EU in einigen Teilen über das deutsche Datenschutzgesetz, das Bundesdatenschutzgesetz hinausgeht. Also gerade wenn es, wie gesagt, um die konkreten Anforderungen zur informierten Einwilligung geht, wenn es um die Transparenz und die Informationspflichten geht, wenn es um die Auskunfts- und Portabilitätsrechte geht, in all diesen Bereichen geht das, was als Datenschutzniveau in der Datenschutzverordnung formuliert wurde, über das, was wir heute in Deutschland haben, hinaus. Und dann kommt on the top obendrauf noch, dass ich diesen Standard in Zukunft in ganz Europa erwarten kann. Und das ist doch der eigentliche Fortschritt, auch gerade für Menschen in Deutschland. Das ist schwer zu verstehen, aber wenn man sich mal vor Augen hält, dass Leute in Deutschland zu etwa 80% Dienste und Produkte in Anspruch nehmen, kaufen, bei denen Datenverarbeitung stattfindet, die nicht nach dem deutschen Datenschutzgesetz laufen. Davon übrigens etwa 60-65% noch nicht mal aus der Europäischen Union, nämlich aus den USA. Also, aber auch das wäre ja von der europäischen Datenschutz, vom europäischen Datenschutzrecht gedeckt über dieses Marktortprinzip. Aber das ist ja eine der Grundvoraussetzungen, überhaupt erstmal zu beurteilen, ist das ein Fortschritt, ist das etwas Positives, ja oder nein? Die Situation heute ist so, wenn ich als Deutscher hier sitze, bin ich zwar vom Berliner Datenschutzgesetz und vom Bundesdatenschutzgesetz geschützt, aber das hilft mir nichts in dem Fall, wo ich Facebook nutze, wo ich Google nutze, wo ich Amazon nutze, wo ich viele, viele andere Dienste nutze oder auch Produkte in Anspruch nehme, ein Apple-Gerät benutze. In vielen dieser Fälle nutzt mir das gar nichts, weil dieses Recht eben letztendlich im gemeinsamen Binnenmarkt der Europäischen Union nicht mehr anwendbar ist. Und das ist eben das Wichtige, warum das ein Riesenfortschritt ist. Und wo man dann vielleicht am Ende in Kauf nehmen muss, dass bei einem Kompromiss zwischen 28 Ländern man eben nicht eins zu eins erwarten kann, dass der gleiche Text vom eigenen Land bei all den, von all den anderen Ländern genauso übernommen wird, sondern man sich ein bisschen darauf einlassen muss, dass natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen bis heute existieren. Das ist die große Herausforderung der globalisierten und digitalisierten Welt, sich darauf einzulassen, dass man die Ziele vielleicht teilt, aber die Wege dahin irgendwie unterschiedlich sind in den Köpfen, in den Kulturen, in den Rechtsordnungen. Und wenn wir das nicht bereit sind zu gehen und damit eben den globalen und digitalen Herausforderungen begegnen wollen, dann sieht es natürlich ganz schlecht aus. Und dann ist die Alternative dazu letztendlich nur noch der Rückzug ins Nationale. Das erleben wir ja auch derzeit immer mehr. Nur dann möchte ich sehen, wie das mit dem Internet funktionieren soll und der vernetzten Welt. Das wird unglaublich schwierig. Deswegen glaube ich, dass es ein großer Fortschritt ist. Das heißt nicht, dass das alles perfekt ist. Im Gegenteil, ich würde mir sogar noch viel mehr wünschen. Ja? Also ich bin da in diesen Verhandlungen drin gewesen als jemand, der sich eben für einen noch höheren Datenschutzstandard eingesetzt hat, als das hier auch in Deutschland existiert. Ja? Beim Direktmarketing, bei der Frage, welche Ausnahmen gibt es zu den Situationen, wo ich eine Einwilligung einholen muss oder einen Vertrag schließen muss. Also die Opt-out-Situation, da ist ja heute schon die Situation in Deutschland katastrophal, auch die rechtliche Situation. Und das kann man natürlich nicht alles von heute auf morgen ändern, sondern es sind kleine Schritte. Aber im Großen und Ganzen muss man doch sagen, diese vielen kleinen Schritte, die da vorangegangen werden und dieser eine große Schritt, ein besser durchsetzbares Recht zu bekommen, das macht es doch schon zu einem großen Erfolg. Ja, wir haben noch sechs Fragen. Das heißt, wir müssen uns langsam an diese Disziplin des Europaparlaments dann rede ich auch kürzer, sorry. Anderthalb Minuten wahrscheinlich halten. Ich habe auch noch zwei Fragen, aber ich versuche sie wirklich sehr, sehr kurz zu fassen. Das eine ist eine Frage zum Thema unserer Tagung, Invisible Systems, sprich Lobbyismus. Da fand ich das ganz, ganz toll, wie ihr auf eurer Seite mit diesen Open Data Visualisierungen gearbeitet haben. Dass man wirklich sehen konnte, welche Abgeordnete hat für Verbesserungen
neutral für Verschlechterung Vorschläge gemacht. Wo kamen die her? Man konnte verlinken zu den Dokumenten, die diese Lobbygruppen da vorgelegt hatten. Das war eine extrem gute Arbeitsgrundlage. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich jetzt mit Abgeordneten rede, versuche ich immer denen klarzumachen, Mensch, Leute, ihr könnt nicht über Transparenz bei sowas wie CETA oder TTIP reden, wenn die Grundverordnung war schon ein dicker Packen für jemand, der das ehrenamtlich versucht zu verarbeiten. Also ihr müsst euch was einfallen lassen, wie diese Transparenz ganz konkret aussehen kann. Da muss man einfach andere Visualisierungstechniken, Vermittlungstechniken verwenden. Das ist die Frage, wie kriegt man das an nationale Abgeordnete ran? Hast du da Erfahrungen? Und die zweite Frage ist eine europäische, nämlich meines Erachtens geht die Bedrohung für unsere informationelle Selbstbestimmung in letzter Zeit ja eigentlich sogar noch wesentlich mehr von Verwundbarkeiten des IT-Systems selber aus, also das Thema Informationssicherheit. Und mir schwebt da immer so vor, eigentlich bräuchten wir eine europäische IT-Infrastruktur. Unsere Software, unsere Hardware hält unsere Grundrechte ein, ist sicher, ist zum großen Teil Open Source. Wir haben eine Produkthaftung und all solche Dinge. Siehst du da überhaupt irgendeine Chance, sagen wir mal langfristig? Weil es ist ja nicht nur die USA mit der Software, es ist auch China mit der Hardware. Und ja, was sonst da eben noch so alles im Schwange ist. Ja, das sind natürlich jetzt zwei so tolle und breite Fragen, dass ich mich schwer tue, kurz zu sein. Minuten. Aber ich versuche es trotzdem. Also zur ersten Frage. Erstmal fand ich auch, dass es übrigens diese Open-Data-Auswertung zu den Änderungsanträgen ist gar nicht von mir, sondern das ist von Open-Data-Aktivisten aus Hamburg gewesen, die das sich die Mühe gemacht haben, sich all diese Änderungsanträge anzugucken und das zu bewerten. Das ist natürlich eine unglaubliche Arbeit. Also und die haben das quasi letztendlich aus Überzeugung gemacht und damit überhaupt erstmal Journalisten zum Beispiel einen Einblick gegeben. Journalisten, muss man ja sagen, weil das allein schon für Journalisten unglaublich schwer ist, in diese doch sehr komplexe und sehr schwierige Materie eines solchen Gesetzgebungsprozesses der EU einzusteigen und dann auch noch Datenschutz und dann auch noch so konkret und so eine Verordnung. Das war unglaublich schwer, aber die haben einen großen Beitrag dazu geleistet. Und ich finde, das muss man tatsächlich sagen, wenn da mehr Menschen sich engagieren würden und wenn wir es schaffen würden, von politischer Seite die Visualisierung solcher Projekte stärker zu fördern und das eben ins Zentrum auch der Vermittlung von Politik zu stellen, dass es eine Vereinfachung gibt, ne, dass es eine technische Möglichkeit gibt, Dinge abzurufen, einfacher selber darzustellen, aber vielleicht auch eben zu vermitteln. Also dass eben die Möglichkeit zum Beispiel für Journalisten besteht, sowas automatisch zu benutzen. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich, wird auch wieder mehr Partizipation an solchen komplexen Gesetzgebungsvorhaben oder auch gerade internationalen Vorgängen stattfinden können. Aber das ist natürlich eine Frage des politischen Willens immer. Und bisher, das habe ich ja eingangs gesagt, ist die Wahrnehmung dafür, wie notwendig das ist und wie relevant das ist, eben noch nicht groß genug. Das heißt also, wir müssen überhaupt erstmal zum Thema machen, dass gerade die Frage zum Beispiel von Zugänglichmachung solcher Prozesse, die Frage von Visualisierung, von Vermittlung solcher Prozesse, dass die digitalisiert auch von großer Bedeutung ist. Die muss überhaupt erstmal in den Mittelpunkt kommen. Wir engagieren uns da jetzt ja schon seit einigen Jahren auch im Rahmen der Informationsfreiheit dafür, dass es dort Standards gibt, dass es dort gesetzliche Vorschriften gibt. Aber das ist ein dickes Brett, muss man auch sagen. Es gibt übrigens keine Informationsfreiheitsregeln für die Mitgliedsländer von der EU. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch gerne hätte, weil einige Länder doch auch da zurückfallen. Aber das nur als Randbemerkung. Diese Frage Sicherheitsstandards ist für mich das große Ding, wo auf jeden Fall europäisch was kommen muss,
Wir haben Anfang des Jahres auch eine neue Richtlinie zur Informationssicherheit verabschiedet, allerdings nur für sensible Infrastrukturen, also Kraftwerke, Wasserversorgung, Flughäfen und so weiter. Da gibt es jetzt Standards und da gibt es auch eine Zusammenarbeit zwischen den CERTs, also zwischen den Behörden, die sich um die IT-Sicherheit kümmern und solche Fälle auswerten und mit den Betreibern zusammenarbeiten, um rauszufinden, wo da die Verwundbarkeiten liegen und wo man nachbessern muss. Aber das müsste es eigentlich ja auch auf breiter Ebene geben. Und wir haben derzeit ein Gesetzgebungsverfahren für die Standards und Verbraucherrechte im Bereich digitaler Inhalte. Und wir versuchen mit aller Macht dort zumindest irgendwie Mindeststandards für IT-Sicherheit reinzubringen, die für den europäischen Markt dann einheitlich gelten und über die Produkthaftung hinausgehen. Ich finde auch diese Frage einer europäischen Infrastruktur hochinteressant. Finde das auch gut, weil alleine schon klargestellt werden muss, dass immer überprüfbar sein muss, ob die Standards in der Europäischen Union eingehalten werden müssen können. Und das ist eben bei einigen Anbietern global nicht möglich. Allein schon, weil die sagen, wir legen es nicht offen oder weil sie halt möglicherweise irgendwelche Unsicherheiten eingebaut bekommen, wenn sie aus China kommen oder sonst woher. So, und da haben wir aber leider das Problem, dass industriepolitisch das nicht im Vordergrund stand in den letzten Jahren und dass an einigen Stellen, gerade bei der Hardwareproduktion, die europäische Wirtschaft darauf verzichtet hat, überhaupt ein Angebot zu machen. Das heißt also, manche Schlüsselinfrastrukturen, gerade bei den Kommunikationsdienstleistern, kommen entweder aus den USA oder aus China. Es gibt nur diese beiden Optionen. Es gibt keinen europäischen Anbieter in vielen dieser Technologien. Und das heißt, da müssen wir überhaupt erstmal dafür sorgen, dass es da wieder eine Wettbewerbsfähigkeit und ein Angebot gibt. Und ich glaube, dass man das schaffen kann, indem man vor allen Dingen wirtschaftspolitisch auf europäische Standards setzt und damit Wettbewerber fördert, die aus Europa kommen, wie zum Beispiel offene Standards, Open Source, in öffentlichen Ausschreibungen zum Beispiel zum Standard zu machen, klar zu machen, dass so eine Universität wie hier die TU nicht einfach so Microsoft-Produkte installieren kann, weil man da eben nicht überprüfen kann, ob diese Universität die hiesigen Gesetze einhält, allein schon, weil sie dort nicht reingucken können und damit gleichzeitig eben die Wirtschaft zu fördern, die in Europa ansässig ist, nämlich eben Open-Source-Alternativen. Das sehe ich ganz genauso, aber auch da, wie gesagt, ist es ein dickes Brett, wirtschaftspolitisch diese Fragen zu erreichen. Selbst die Industrieverbände wie Bitkom schaffen es nicht, sich dazu durchzuringen, das als Forderung mitzutragen, sondern im Gegenteil verbringen ihre Zeit dann damit, dagegen zu kämpfen, dass es zum Beispiel ein Haftungsregime für IT-Technologie, für Sicherheitsstandards braucht. Also das dauert leider. Aber wir sind da dran. Ich würde dem hundertprozentig zustimmen. Ja, wir haben mehr Fragen, als uns die Zeit jetzt zulässt. Okay, dann sammeln auch das wir doch. Ich werde jetzt vielleicht noch zwei, also eine, das Internet fragt uns noch unter dem Hashtag FIFCON auf Twitter und auch im IRC-Channel, der unten auf der Webseite angegeben ist, gibt es ja auch die Möglichkeit, Fragen zu hinterlassen. Es wird ja alles live gestreamt. Und zwar war nur die Frage, ob es ein, du gesagt hattest, fast alles ist auf dem Niveau des BDSG, ob es da irgendwo eine Seite gibt oder eine Information, wo man das vergleichen kann, also wo gibt es, knüpft ein bisschen an die erste Frage an und natürlich auch an die der Visualisierung, kann man das auf den ersten Blick sehen, wo denn da die Bruchstellen sind oder Konfliktfelder? Also da geht es um wirkliche Detailfragen, weil in den großen Linien, wie gesagt, also würde ich sagen, gibt es da keine Unterschiede. Man wird das nicht erkennen, außer dass, wie gesagt, neue Rechte, neue Verpflichtungen auch damit zukommen. Muss man sagen, die Linie wird wirklich weitestgehend gehalten und es gibt diese Frage auch noch nicht endgültig gelöst, weil einige dieser Fragen immer noch auch damit zusammenhängen, wie die nationalen Gesetzgeber ihre Gesetzgebung anpassen, findet ja gerade in Deutschland statt. Das BMI hat da jetzt einen Vorschlag gemacht und der Vorschlag geht ja eher in die Richtung, das, was wir auf europäischer Ebene vereinbart haben mit der Datenschutzgrundverordnung, jetzt noch
abzusenken für Deutschland, gerade die Zweckbindung eben aufzulösen, die individuellen Rechte stärker einzuschränken. Also der deutsche Gesetzgeber ist da überhaupt nicht der Vorreiter, sondern in Europa ist man eigentlich eher verwundert, dass Deutschland gerade eigentlich eher so die Rolle des Schmuddelkinds beim Datenschutz spielt. Das übrigens auch schon während der Datenschutzreform versucht wurde, die weitestgehend zu verwässern aus Deutschland heraus. Das hängt davon natürlich auch nochmal am Ende ab, wie diese Umsetzung passiert. Übersichten gibt es deswegen vor allen Dingen von wissenschaftlich Tätigen. Also wer wirklich wissen will, was in diesen Gesetzen drinsteht und das vergleicht gegenübergestellt sehen will, der muss leider derzeit investieren in das ein oder andere Handbuch, das da schon veröffentlicht wurde. Ich habe da auch eins zu beigetragen, falls jemand sich dafür interessiert. Da gibt es auch welche mit synoptischen, so nennt man das dann, Darstellungen unterschiedlicher Gesetzestexte, wo man dann eben die Veränderungen genau nachvollziehen kann. Aber dann sind noch mehr Fragen da, wurde eine zurückgezogen. Das heißt, wir haben dann noch die letzte Frage. Fangen wir mal mit der einfachen Frage an. Du hast zwischendurch gesagt, es gibt dieses digitale Format für Exportieren, was jetzt als Forderung drin ist. Zwischendurch gab es ein bisschen Aufruhr, dass das Löschen der eigenen Daten entweder eventuell verschwinden könnte aufgrund von Lobbyismusmaßnahmen aus den USA. Meine Frage daher, ist das Löschen jetzt drin oder ersetzt worden gegen das Exportieren? Ja, nein oder da musst du nachgucken? Ist beides drin. Also das Löschen ist unmissverständlich, ist auch nochmal gestärkt worden. Okay, danke. Wir gehen zur nächsten Frage über. Was ist eigentlich mit dem Fall, wenn ich feststelle, diese oder jene Firma, Webseite hält sich nicht an das Ganze? Kann ich dann klagen als Firma, als Eigen, sonst wer? Gibt es da irgendwas, was dazu zugesagt wird? Genau, also da steht alles natürlich drin. Ich kann mich beschweren bei den Aufsichtsbehörden, ist klar, und zwar auch bei mir zu Hause. Gut, danke, reicht mir. Nee, aber ich muss dazu doch nochmal einen Satz sagen, weil das ist nicht alles. Ich kann auch vor Gericht gehen, und zwar auch vor mein eigenes Gericht. Und das wird dann sozusagen entscheiden über dieses europäische Gesetz. Und das ist direkt einklagbar. Okay, und dann das Dritte, steht irgendwas über Tracking-Cookies in dem ganzen Ding drin? Ja, die Tracking-Cookies, die fallen auch mit unter diese Datenschutzverordnung. Und das ist immer davon abhängig, zu welchem Zweck werden da welche Daten verarbeitet. Weil zum Beispiel, wenn ich auf meiner Webseite bestimmte Daten sammeln, um IT-Sicherheit zu gewährleisten, Angriffe abzuwehren, gibt es da eine andere Abwägung, als wenn ich die sammle zu Werbezwecken. Nur so mal als Anmerkung dazu. Das kann man jetzt nicht pauschal bewerten, aber die sind damit geregelt. Aber es gibt für die Cookies darüber hinaus noch eine zusätzliche Gesetzgebung, eine Richtlinie, die heißt Richtlinie für den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation, klingt kompliziert, kurz E-Privacy-Richtlinie, die gilt neben der Datenschutzverordnung weiter und da ist sozusagen in Deutschland das sogenannte Telemediengesetz und das Telekommunikationsgesetz von betroffen, die regeln das. Aber auch das soll demnächst reformiert werden. Das heißt, da findet demnächst eine neue Auseinandersetzung in der Europäischen Union, im Europäischen Parlament und auch in den nationalen Regierungen darüber statt, wie sollen die reguliert werden. Und da wünsche ich mir von all diejenigen, die sich da interessieren, wirklich absolut Einsatz, weil es geht darum, festzustellen, dass natürlich auch dort die Einwilligung des Betroffenen, die informierte Einwilligung des Betroffenen eine zentrale Rolle spielen muss und man nicht akzeptieren kann, dass letztendlich da jeder irgendwelche Tracking-Anlässe finden kann, um Daten sozusagen aufzuhäufen in den Geräten oder in den Browsern oder an welcher Stelle auch immer. Also ich muss sagen, das Rückspielen des Balls, dass die Zivilgesellschaft gefragt ist und wir als einzelne Bürger, das würde ich jetzt gerne mal als Schlusswort nehmen, mich bei denen entschuldigen, die nicht daran gekommen sind, unseren Parlamentarier, beziehungsweise du sitzt ja für Hamburg und Schleswig-Holstein da, also nicht ganz uns, aber vielleicht gibt's ja welche. Doch, nein, also das ist dann wiederum falsch. Also ich bin zwar auch für Hamburg und Schleswig-Holstein vor allen Dingen zuständig, aber als Europaabgeordneter bin ich Abgeordneter für alle Europäerinnen und Europäer.
Und außerdem bin ich, so wie die meisten anderen Europaabgeordneten, über eine Bundesliste gewählt. Das heißt also, wir sind dann schon Vertreter des ganzen Landes. Gut, und im Menschenrecht verfallen ja sowieso wir alle mit drin. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich für die Diskussion. Wir machen eine ganz winzige technische Umbaupause, also nur noch zum Luftholen und für den Endspurt und für den letzten Vortrag. Und dann ist die Bar auch eröffnet. Danke. Danke nochmal, Jens. Gerne.